heute Weekend Gigolos. Vielen Dank. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Danke. Sehr freundlich. Aber jetzt geht es los mit einer hervorragenden Meldung. Liebe Freunde in Österreich, Respekt, Glückwunsch, küss die, ja zuerst die Hand, sage ich einmal. Eine wahnsinnige Meldung. Und zwar, Österreich, man glaubt es kaum, entdeckt die Swingerclubs. Respekt, es gibt schon ca. 20 Swingerclubs. In Österreich, also ich kenne Swingerclubs hier hauptsächlich aus Berichten aus den neuen Ländern. Ja. Immer bei Spiegel TV und so. Ja, wir gehen einmal in der Woche hin und haben jetzt auch mal die Tochter mitgenommen. Super Atmosphäre. Toll. Bleiche Haut in Kunstledertanga. Aber jetzt auch in Österreich. Und zwar der neueste Swingerclub in Wien heißt Frivoli. Schöner Name. Frivoli, unter anderem mit einem Ritter- und Safari-Zimmer. Hallo, mit einem Ritterzimmer, das heißt in der Rüstung, ja, und Safari, das heißt, ich kann entweder der Wildjäger sein oder das Raubtier, das erlegt wird. Donnerwetter, Österreich. Im Safari-Zimmer ist die beliebteste Stellung die, der Mann macht das Nashorn und die Frau den Renault. Ich muss sagen, ich bin stolz auf euch, liebe Österreicher, weil Swingerclubs in Österreich, das bedeutet, die Österreicher sagen sich, wenn ich schon keinen Sex hab, dann wenigstens im Swingerclub. Ja? 20 Clubs, das heißt ja, auf jeden sexwilligen Österreicher kommen 2 Clubs. Schön, dass Sie so gut gelaunt sind zu dieser frühen Stunde. Es ist ja jetzt schon fast 1 Uhr morgens, das sage ich mal immer wieder. Denn hier vergeht ja die Zeit wie im Fluge und da vergisst man schon einmal, wie spät es ist. Heute Abend haben wir zwei hochinteressante Gäste. Wir haben den Girly-Liebling schlichtweg bei uns zu Gast. Obwohl er nicht nur in festen Händen ist, sondern er ist auch junger Vater seit, ich glaube, 4 Monaten. Er ist der Superstar aus der erfolgreichsten Daily Soap im deutschen Fernsehen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und er hat mit seiner ersten CD Flugzeuge im Bauch 3-fach Platin geholt. Das kennen viele nur aus dem Knie im Skiurlaub. Ja? 3-fach Platin. Girlies, zu Hause. Achtung, kreischen. Bei uns zu Gast Olli P. Und seine neueste Single-Auskopplung heißt Der siebte Sinn. Again, mit Egon Högen. Es wird wieder kalt in Deutschland. Ich habe es immer gern gesehen. Hauptsächlich wegen der Unfälle, gebe ich zu. Ja? Und dann haben wir eine Kollegin zu Gast, die vom seriösen Fach kommt. Und das tut einer Sendung wie unsere, in der der Schabernack oft überhand zu nehmen droht, einmal gut. Sie kommt vom mega seriösen Magazin der ultraseriösen Süddeutschen Zeitung. Und viele wird es überraschen, das Fernsehmagazin der Süddeutschen Zeitung heißt Süddeutsche TV. Das ist ein radikaler Name, aber das ist so. Und sie moderiert bitte, nein, nicht auf TM3, auf dem anderen Sender von Herrn Murdoch, auf Vox. Bei uns zu Gast die Moderatorin von Süddeutsche TV, Petra Glinski. Petra Glinski von Süddeutsche TV.
Und Süddeutsche TV auf Vox. Und Vox gehört ja zu einem nicht geringen Teil Rupert Murdoch. Und Rupert Murdoch, Sie wissen, hat die Champions League gekauft für TM3. Und heute lese ich in der Zeitung, er will Real Mallorca. Knapp verloren im letzten Pokal, Europapokal, der Pokalsieger gegen Lazio Rom. Er will Real Mallorca aufbauen zu einem, ja man kann fast sagen, deutschen Verein. Deutsche Spieler, deutsche Trainer, deutsche Sponsoren. Sehr interessante Idee. Und wir haben uns gefragt, deutsche Spieler, deutsche Trainer, wäre das nicht auch mal was für Schalke 04? Für uns Hausfrauen, die wir am morgigen oder beziehungsweise heutigen Samstag den kompletten Wochenendeinkauf noch vor uns haben, wir müssen ja immer bei diesen Feiertagen mitdenken, Montag ist ja zu. Montag ist ja zu. Man geht durch den Supermarkt und sagt, Montag ist ja zu. Jetzt gibt es etwas Interessantes und zwar aus Düsseldorf einen Sprachchip. Das ist bei mir hier, ja, und den gibt es in Zukunft auch in Verpackungen. Da können Sie draufdrücken und dann können Sie auf dem Display lesen, Donnerwetter, da ist ja Zucker drin. Oder Bohnen. Verpackungen, die mit einem sprechen. Fachausdruck Labertasche. Wenn das so weitergeht, ja, dass eine in Zukunft eine Büchse zum Kauf überredet. Tolle Sache, oder? Bisher kennt man das nur von Douglas-Verkäuferin. Ich bin auf den Tag gespannt, an dem die erste Verpackung im Regal sagt, da fragen Sie mal einen Kollegen, ja? Und jetzt, Achtung, eine persönliche Ansprache von mir an meine eigentliche Zielgruppe, Frauen über 30. Ist es wahr, meine Damen, Sie haben alle Torschusspanik? Nein, ich habe es auch nicht geglaubt, aber ich habe es gelesen. Ich habe es gelesen, als ich heute Pröbchen rausgeklaut habe aus den Illustrierten in L. Die Zeitschrift L hat eine Umfrage gemacht, ich glaube an ihrem Kaffeeautomaten. Und zwar, jede zweite Frau zwischen 30 und 40 fürchtet, dass es mit Liebe und Familie, zwei Dinge, die in konservativen Kreisen noch zusammengehören, nichts mehr wird. Torschlusspanik bei den Frauen zwischen 30 und 40. Ja? Die Frauen zwischen 30 und 40 haben Panik und der Rest sagt jeden Abend noch ein Bier, Fatty. Reifere Frauen. Meine Generation. Bevor ich schwul wurde. Suchen eine feste Bindung. Das heißt, sie suchen einen Mann, mit dem sie zusammen in Würde alt sein können. Ja. Ich kann es nachvollziehen, diese Torschlusspanik. Bei. Zum Beispiel gerade für viele Lehrerinnen ist es sehr, sehr tragisch, wenn sie bis 40 noch keinen Bindestrich im Namen haben. Und dann liest man jetzt sehr häufig, ich habe es zuletzt gelesen von Gary Halliwell, Spice Girl, die biologische Uhr tickt. Ja. Und ich habe einen sehr schönen Kalenderspruch gelesen, der heißt, für Frauen, ja, bei denen die Uhr tickt, ist es schwierig, einen Mann zu finden, bei dem der Zeiger stehen bleibt. Wer ist rausgeflogen? Ach so, das Sat.1 News Center. Das Sat.1 News Center aus wo? Mainz hat sich bei uns gemeldet. Wir unterbrechen kurz für eine aktuelle Nachricht.
Liebe Zuschauer, wir unterbrechen für einen Moment unser Programm. Bis Harald Schmidt seinen Schreibtisch erreicht hat, zeigen wir Ihnen Bata Illit Schmidt. Dich erkenne ich mit verbundenen Augen. So, liebe Zuschauer, Harald Schmidt hat seinen Schreibtisch erreicht und wir setzen unser Programm fort. Gute Unterhaltung. Bitte um Verständnis, dass ich den Ellenbogen beim Glaskippen etwas höher nehmen muss. Seit einem Skiunfall kann ich den nicht mehr so tief halten. Verpfuscht worden im Krankenhaus. Ich klag wahrscheinlich bald. Ja, ja, ja. Noch echtes Mitleid. Das gibt es nur hier. Am Wochenende, ich habe es schon angedeutet, kriegen wir, glaube ich, anderes Wetter. Ich spüre das im Ellbogen, wenn das Wetter anders wird. Ich spüre das so im Ellbogen. Am Wochenende werde ich mal wieder ausgiebig in meine alten Scheiben reinhören. Und ich möchte Ihnen heute die beliebtesten und die schönsten und die emotional wichtigsten für mich vorstellen. Hauptsächlich auch, weil ich so einen ganz tollen kleinen, wie das in der Fachsprache heißt, Jingle habe, der Sie musikalisch und thematisch darauf einstimmt. Ich rufe mal gerade an. Hallo? Jetzt den Jingle bitte abfahren. Danke. Scheiben. Ja. Jetzt. Das Schöne ist ja bei diesen alten Platten, bei diesen Singles und Langspielplatten, da war ja auch immer das Foto drauf schon der Grund, warum man diese Platten überhaupt gekauft hat. Als ich ein junger Bub war, wie man damals bei uns. Ja, bei uns haben wir gesagt, ein Bub. Auf der Alm, wo ich groß geworden bin, beim Großvater. Damals hieß ich übrigens Heidi. Und das war meine Lieblingsplatte als junger Bub. Manfred. Oh, wie schön ist die Welt und Sonne scheint auch für dich. Da war man so arm, da hatte man nicht mal ein Die vor Sonne. Ja? Sonne scheint auch für dich. Dann war ich, poetisch gesagt, begann mein Geschlecht zu reifen. So hieß das damals. Das Geschlecht begann zu reifen. Nicht sehr intensiv, aber doch spürbar. Ich nannte mich damals Twen. Nach einer Zeitschrift, die ich kennengelernt hatte am Kiosk. Und damals war mein absoluter Lieblingssänger dieser junge Mann hier, Christopher, mit seinem unvergessenen Hit 6 Uhr morgen Jumbo Jet. So, er hier, an ihn kann ich mich nicht mehr erinnern. Was war denn mit ihm? Das war Egon. Weil ich bin jetzt unsicher mit dem Plattencover. Ja, aber ich glaube, die Haare, damals gab es nur die DDR. Und Egon singt, die Liebe hat gesiegt. Und dann, da war ich schon fast 30, begann ich mich doch für Mädchen zu interessieren. Und sie hier, bei ihr waren es eigentlich hauptsächlich die Schuhe, die mich doch in Wallung versetzen. Ja. Ähnliches tue ich dann eine Zeit lang als Unterwäsche, wie diese Latze vorne drauf, rote Lederunterwäsche mit Nieten drauf. Das war Biggie, Zucker macht das Leben süß und Walkie-Talkie-Telefon. Ja, und dann, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen was Tolles zeigen. Er hatte einen ganz, ganz großen Hit. Und dieser Hit hieß, hey Leute, kauft beim Trödler Abraham.
Wir erinnern uns, hey Leute, kauft beim Trödler Abraham. Und ich hatte diese Platte von ihm, ich bin John Wolfgang. Und Wolfgang schreibt heute noch die Gags und Texte für Michael Schanze. Ja, so, wirklich wahr. Wolfgang, so lange ist er schon im Geschäft. Hat früher auch mal für mich geschrieben. Die Sendung hieß Mats ab. Vor ungefähr 20 Jahren beim Sender Freies Berlin. Und dann hier, meine Damen und Herren, wurde ich Kess. Mein liebes Fräulein Hippie. Ronnie Williams. Und das hörte sich so an. Ah, nee, Entschuldigung, das war die falsche Seite. Jetzt. Sorry. Aber ich weiß, was mich irritiert hat. Bleib doch mal stehen. Die Stimmung hat mich irritiert. Ich habe da mein Zimmer immer auf Disco gemacht. Mit so einer tollen Tango-Kugel. Ja, hier. So. So. Und dann hatte ich so eine Lichtorgel. Das hier, ja. Und das Geile ist, ja, diese Lichtorgel reagiert auf Geräusche. Bei um blinkt rot und bei tschung-gung gelb. So, und ich mache jetzt mal hier mein liebes Fräulein Hippie jetzt mit der richtigen Seite. Okay. Sie waren viel zu schnell vom Rhythmus her. Ja? Funktioniert das wirklich? Ja. Die Lichtorgel auf. So, jetzt meine nächste Platte. Die hier, muss ich aufpassen, dass ich gleich richtig. Das war, meine Damen und Herren, aus Holland, glaube ich, damals mitgebracht, als ich zur Kur war 2 Jahre, weil ich war ja kleinwüchsiger als Kind. Ich war mit 17 erst 1,90 Meter und da haben sich meine Eltern dann Sorgen gemacht. Raimondo Ralfini entzingende Canaris. Ja, das ist die ideale Platte für mich, weil das ist von beiden Seiten dasselbe. Obwohl auf der einen Seite singt er Aloha Oe und auf der anderen singt er Santa Lucia. Aber mein Lieblingslied, das war natürlich Aloha He. Aloha Oe und singende Canaris. Dann, wollen Sie noch eine sehen? Ja, schön. Ich hatte schon Angst, dass es jetzt reicht. Rin Tin Tin und der Apachenhäuptling. Nein, das war nicht so da. Das hier war toll. Festes. Und zwar Ken Curtis aus der berühmten Fernsehserie Rauchende Colts. Ja, mit dieser Stimme. Ich habe ihn schon mal im Knast eingesperrt. Und ich konnte das damals schon nicht richtig, ja? Aber ich habe es immer geübt in der Schule. Ey, Marshall, ich bring ihm noch was zu essen.
Hey, Marcel! Und ich habe ihn auch mal im Original gesehen, da hat er eine ganz normale, tiefe, sonore Stimme. Nur hier in Deutschland war er so synchronisiert, aber das war der Erfolg der Serie, diese rauchige und knarzige Stimme von Festus. Und das hier... Bobbe Jan. Bobbe Jan singt ihre Lieblingsschlager. Und falls Sie nicht wissen, welche das sind, macht nichts, er steht auch nicht auf der Platte, aber... Aber Bobbe Jan singt sie, und zwar Seite 1 und 2. Welche wollen Sie hören? 1 oder 2? 1, 2, 1. Okay, Seite 2. Gut. Seite 2. Da! Das ist das Schöne, wenn man nachts mittlerweile ist es ja schon, 20 nach 1, gesendet wird, da kann man sich mal ein bisschen Zeit lassen. Das ist ja doch, wenn man früh kommt am Abend um Viertel nach 11, da hat man oft die Zeit nicht. Da muss man Hektik und dauernd neue Gäste und Beiträge. Aber in der Nacht, sage ich immer, da haben wir Zeit. Ich freue mich, dass wir uns heute Nacht sehen. Trinke gerade noch einen Schluck Wasser mit meinem kaputten Skiarm. Da fällt mir ein, jetzt, wo es schon spät ist in der Nacht, ich habe gestern in der Zeitung gelesen, auf Parkplätzen gilt nicht rechts vor links. Für mich gilt das nie, aber auf Parkplätzen, ja, auf Parkplätzen gilt das für keinen. Und das passt sehr gut, denn wir haben einen Beitrag für Sie vorbereitet, in dem wir mit einem Klischee, dieses Geblinke macht mich sehr nervös, so, in dem wir mit einem Klischee, na, mit Blink hat es mir besser gefallen. Indem wir mit einem Klischee aufräumen wollen. Und dieses Klischee heißt, es gibt nur noch Rüpel. Nein, es gibt sie noch, die Kavaliere der Straße. Deutschlands Straßen. Ein Eldorado für Drängler und Rambos. Unsere Autofahrer gehen ran wie Blücher an der Katzbach. In dieser mitleidlosen Asphaltwüste setzen nur wenige Menschen ein leuchtendes Beispiel der Hilfsbereitschaft. Und diesen Vorbildern verleiht die Harald-Schmidt-Show jetzt im Rahmen der Aktion Ohne Gewehr im Verkehr die Auszeichnung Kavalier der Straße. Nur ein Beispiel von vielen wenigen. Am 24. Juli 1998 befindet sich Familie Bawczyczek hier auf der A8 auf dem Rückweg aus dem Italienurlaub. Zwischen Karlsruhe-Rüppur und Ettlingen gerät Dieter Bawczyczek mit seinem BMW 318 in die Leitplanken, weil er beim Fahren seine Frau schlagen will und ins Leere tritt. Die hat sich geduckt, die dumme Sau. Der nur so aggressiv, weil er einen kleinen Schwanz hat. Das stimmt. Jedenfalls, unser Wagen war nur noch Schrott und ich hatte so einen großen Riss im Kleid. Der ging bis hier rauf. Ich will später übrigens mal zum Fernsehen. In dieser aussichtslosen Situation hat Familie Bawczyczek Glück im Unglück. Denn ein echter Kavalier der Straße nimmt sich ganz selbstverständlich ihrer an. Und das, obwohl er dadurch einen äußerst wichtigen Termin verpasst. Ich war da so auf dem Weg nach Mainz, weil ich da bis 12 Uhr meine Stütze abholen musste. Danach wollte ich mir noch ein paar Kilo astreinen Stoff kaufen. Na, jedenfalls, als ich diese verunglückte Familie da so am Straßenrand gesehen habe, ja, da hat alles andere für mich schlagartig an Bedeutung verloren. Der arbeitslose Schweineschlachter Rocky Pasewald nimmt die Familie in seinem 190er GT mit und lädt sie erst einmal in dieses Restaurant ein, wo sie sich an einem 5-Gänge-Menü satt essen können. Da ist mir doch was total Ulkiges passiert. Habe ich gemerkt, dass ich gar keine Kohle dabei hatte. Ah, der Dieter hat er dann aus der Urlaubskasse bezahlt. Danach sorgt der Wohltäter nicht nur dafür, dass das Unfallauto abgeschleppt wird, er lässt es sich auch nicht nehmen, die Bawczyczeks die über 300 Kilometer nach Hause zu fahren. Und mehr noch, direkt nach der Ankunft zieht Rocky Pasewalk bei der Familie ein und ist seither geblieben. Ist Essen fertig? Oh. Habt ihr immer noch nicht gelernt, wie ungesund blutiges Fleisch ist? Ja los, noch mal 2 Minuten damit in die Pfanne. Entschuldigung. So hat der nimmermüde Samariter Gelegenheit, den Bawczyczeks auch weiterhin Gutes zu tun. So, und jetzt kommst du dran.
Ja, dieser Kavalier macht allen Verkehrsraudis vor, was es heißt zu geben. Er. Ah, Dieter, kannst du mir noch mal 500 Mark pumpen? Aber was heißt hier aber? Muss ich noch mal daran erinnern, wo er geblieben wäre, wenn ich euch nicht von der Straße aufgelesen hätte? Und was ich nicht alles aufgegeben habe für euch. Okay. Und für diese edelmütige und selbstlose Hilfsbereitschaft im Straßenverkehr erhält Rocky Pasewalk von unserer Verkehrsexpertin Adelheid Asenbaum den Titel Kavalier der Straße mit Urkunde und allem Zip und Zapp. Fazit: Dieser Kavalier hat uns vorgemacht, was faires Verhalten im Verkehr bedeutet. Tun wir es ihm nach. Kavaliere der Straße, eine Aktion der Harald-Schmidt-Show in Zusammenarbeit mit Bundesverkehrsminister Franz Müntefering für mehr Menschlichkeit im Straßenverkehr. Die allerneueste, die aktuelle Single-Auskopplung. Meines ersten Gastes heute Abend, der siebte Sinn. Er ist jeden Tag zu sehen in der erfolgreichsten Daily Soap im deutschen Fernsehen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, dort spielt er Ricky Marquardt, meine Damen und Herren. Sein erste Single, Flugzeuge im Bauch. Dreifach Platin, er ist junger, stolzer Vater. Herzlich willkommen, Olli P. Bitte schön. Oh. So, bitte? Beim letzten Mal habe ich kein Wort rausgekriegt. Doch. Nee. Natürlich. Warst du aufgeregt? Ja, jetzt, ja. So wie jetzt wieder. Nein, aber jetzt bist du natürlich mittlerweile, es war damals schon sehr erfolgreich, aber dass es so enorm erfolgreich werden würde, das konnte man damals nicht wissen, oder doch? Ich weiß nicht, wann war ich denn hier? Da war die, glaube ich, gerade so ein... Es war der, lass mich, der 27. Oktober letzten Jahres. Genau, ich erinnere mich auch ja. wieder. Ja. Ja, da ging es gerade so los mit Flugzeugen im Bauch, aber ich dachte, ja? Also ich habe ja wirklich gehofft, dass es so in die Top 20 geht irgendwie. Das ja. habe ich mir so als Ziel gesetzt, dachte ich so... Durch die Serie, durch die Zuschauer können wir vielleicht irgendwie noch ein paar Leute animieren, das Lied zu kaufen. Ja. Ja, und im Januar war es immer noch in den Top 10 irgendwie und ich wusste gar nicht, was los ist. Sei nicht so bescheiden, es war Top 1. Ja. Es war Platz 1. Ja. Nach 4 Wochen war es auf Platz 1. Ja. Wie lange? 8 Wochen oder 9 Wochen. 9 Wochen auf Platz 1. Es tut mir leid. Nein, wie viel muss man verkauft haben für dreifach Platin? Also es waren zum Schluss 1,7 Millionen verkaufte Einheiten in Deutschland. Ja. Das ja. hat sich also natürlich schon bezahlt gemacht, dass die Leute dich kennen und vor allem, dass die Girlies verrückt nach dir sind. Obwohl ich verheiratet bin ja. und ein Kind habe. Das muss man mal sagen. Herzlichen Glückwunsch zum Danke. Sohn. Ja, gleich. Der Sohn heißt wie? Ilias. Ilias, ich weiß es, denn deine Frau war vor kurzem hier. Das habe ich gesehen. Ja. Sie hat gesagt, dass ich nachts nie aufstehe, wenn er schreit. Genau. Das stimmt, ja. Ist das so? Aber ich meine, warum solltest du auch aufstehen, denn deine Frau, Tatjani Katranzi, sie stillt? Ja, das habe ich den ersten Monat gemacht, das hat aber nicht so geklappt. Ja. Hast du es wirklich mal probiert? Nee, Quatsch. Also ich habe bei ihr... Na, egal. Naja. Das schmeckt aber nicht. Nee, aber es ist wirklich so, bevor Ilias geboren wurde, ja. also vor 3 Monaten und 10 Tagen ungefähr, ja. da hatte ich so einen sanften Schlaf gehabt. Also wenn Tati irgendwie nur, da sie ja schon hochschwanger war, hatte ich das ja. im Unterbewusstsein, wenn sie nur... gemacht hat, ja. bin ich sofort aufgestanden und aufgewacht und sofort, ja, ist irgendwas, kann ich dir helfen? Ja. Seitdem man da ist, seit der ersten Nacht schlafe ich total durch und höre gar nichts mehr, überhaupt nichts mehr. Ja, kann man nichts machen. Nein, aber ich meine, es bringt ja auch nichts, wenn du was hörst, weil du bist sinnlos wach. Ja, aber ich würde mich schon gerne darum kümmern, richtig. Ja, aber gut, was kannst du denn, ich habe das ja auch mit der Tati besprochen, was kannst du denn machen als Mann einer stillenden Frau? Wickeln, ihr das Wasser bringen, Bäuerchen machen. Ja gut, aber Bäuerchen, wieso wickeln? Ihr wickelt ihn auch nachts? Ja. Ja? Kommt drauf an, wie die Windel so riecht, ja. sag ich mal. Aber Babys, die gestillt werden, haben ja oft Monate und Jahre lang keinen Stuhlgang. Ist es bei eurem Sohn nicht so? Das ist völlig normal. Ja. Er hat jeden Tag Stuhlgang? Ja, also jetzt letzte Woche ging es ein bisschen ja. schlechter, hat er wirklich keinen Stuhlgang gehabt. Ja, und schreit er dann? Hat er 3 Monatsblähungen? Nee, gar nicht. Ja, ihr lachtet, ist so. Es ist so. Schreit er? Nee, gar nicht mehr. Wirklich nicht. Er ist nur am Lachen. Außer, aber das Schlimme ist wirklich, wir wohnen 100 Meter entfernt von einer Feuerwehrzentrale. Ja. Und wenn er dann so nachts um 3 erstmal eingeschlafen ist, wie er mit solchen Augenringern schlafen und dann kommt so ein Feuerwehrwagen lang, dann ist er eine Stunde mal rumtragen, dann geht das ja. wieder. Und dieses ist ja die Frequenz, die Kinder sehr animiert. Ja, ne? Kann es schon so, gibt es schon ein bisschen so Laute von sich? Agle. Agle.
Aua, ja, hey. Sowas. Also, ja, ich habe mir sagen lassen, das ist altchinesisch, aber ich verstehe das nicht. Ja, aber Akle ist eigentlich, glaube ich, relativ ungewöhnlich für ein Kind so als ersten Laut. Ne? Aber ich glaube, das kommt vom Hallo. Ist meistens eher so. Ja, so weit ist er noch nicht. Das kann er noch nicht? Nö. Weiß nicht, das einzige Wort, was ich zu ihm sage, ist wirklich Hallo. Das sagst du? Hallo. Und dann macht man so. Agil. Irgendwie so. Ach, total süß. Ja, das ist, du sagst Hallo oder Agil. Ja. Er ist angewidert. Ja. Und du machst das Bäuerchen mit ihm? Ich vergesse jedes Mal, mir ein Handtuch unterzulegen. Vor allem, wenn ich noch mal zur Arbeit fahren muss. Dann mache ich das Bäuerchen. Aber er macht nie das Bäuerchen normal, sondern er gibt halt die Hälfte des Getrunkenen wieder ab. Und wirklich wahr? Ja, das sieht man auch an unserer Auslegware, an der Couch, Fernsehtisch. Hast du mal beobachtet, ob dieses Erbrochene dann im Strahl waagrecht rausgeht oder vor ihm runterfällt? Also, ja, das ist wichtig, das ist wichtig. Weich im Ansatz, ragt dann aber weit hinein. Das ist okay. Ja. Ich verwechsel es immer. Ich glaube, so kommt direkt, ja. Das ist, glaube ich, sollte man kontrollieren lassen vom Kinderarzt, wenn es direkt runtergeht. Ja. Das ist normal. Ja, es ist eher so. Es ist eher so in einem Bogen. Ja. Ja, aber meistens so, dass er sich nicht trifft, sondern nur uns. Ja, natürlich. Ja. Füttert ihr schon zu? Nee, noch nicht, aber so ab Juli, wenn wir damit anfangen. Ja. Und weil im August habe ich mal endlich 2 Wochen Urlaub und den wollen wir uns mal wirklich gönnen. Ja, wo fahrt ihr da hin? Ich weiß nicht, Rügen oder Hawaii, irgendwie sowas. Rügen oder Hawaii? Ja. Ich weiß noch nicht. Weil es ist schon, also wir wollen den Kleinen auf jeden Fall mitnehmen, aber dann dort vielleicht irgendwie mal für ein paar Stunden abgeben. Da wäre Hawaii günstiger, weil die Anreise ist kürzer von Berlin aus. Weißt du, Rügen muss man ja mit dem Auto fahren. Ja. Ne? Und da ist doch so ein Damm. Muss man da mit dem Zug rüberfahren nach Rügen? Das weiß ich nicht. Ich kenne nur von Sylt den Hindenburgdamm. Auf Rügen warst du noch nie? Nee. Nein. Jetzt wollen wir mal über deine CD, der siebte Sinn, sprechen. Bist du Fan vom siebten Sinn? Also ich bin noch ein bisschen jung. Also ich kenne die Fernsehserie nur noch bruchstückemäßig aus meiner Erinnerung. Ja, das waren ja auch meistens Bruchstücke im siebten Sinn. Immer so die Melodie, dann irgendwie sah man, wie ein Kind auf die Straße rennt. Ja? Und dann so auf. Lach nicht bei, du bist jetzt Vater. Weißt du, man sah, wie ein Kind auf die Straße, man sah, wie ein Kind auf die Straße rennt. Ja? Man sah, wie ein Kind auf die Straße rennt. Ja, genau. Der Wagen bremst und dann sagt der Egon Högen, oft ist es jetzt zu spät. Und das hat dich irgendwie schon animiert, oder? Ja, also ich fand die Idee wirklich sehr witzig. Also die Melodie kam mir bekannt vor. Dann habe ich gefragt, woher ist denn das eigentlich? Und dann hat mir das nochmal vorgespielt. Ja? Ich so, ach so, ja, kenne ich noch. Ja, und dann haben wir das halt. Und das habt ihr richtig nobel. Wo habt ihr das gedreht, das Video? In Prag. In Prag. Ja. In der Heimat des siebten Sinns, kann man sagen. Nicht wahr? Ja? Und daraus sehen wir jetzt einen Ausschnitt. Der siebte Sinn, und man sieht vor allem mal, das finde ich toll, du bist ja wirklich ein großartiger Tänzer. Ja? Ja, ich habe 10 Jahre lang Turniertänzen gemacht, lateinamerikanische und Standardtänze. Ja? Und es war, muss ich jetzt mal sagen, das erste Video, ich habe ja schon 3 gedreht, also das allererste Video, wo ich mal wirklich so sein konnte, wie ich wirklich bin, nicht so, ich habe dich so lieb und so immer so ernst und traurig gucken und so, also bin ich einfach nicht. Und da durfte ich mal die Sau rauslassen. Also, Oli P. lässt die Sau raus im siebten Sinn in seinem Video in Prag. Mir sagt mein siebter Sinn, ist okay, wenn ich ein Single bin. Mir sagt mein siebter Sinn, ich brauch ganz schnell ein Single. Schönen Abend. Mir sagt mein siebter Sinn, ist okay, wenn ich ein Single bin. Ich weiß, dass ich ein Single bin. Wo sind denn all die Singles hin? Ich hab meinen Namen vergessen. Mir sagt mein siebter Sinn, ist okay, wenn ich ein Single bin. Mir sagt mein siebter Sinn, ich brauch ganz schnell ein Single. Aber für dich bleib ich eine Stunde wach. Mir sagt mein siebter Sinn, ist okay, wenn ich ein Single bin. Ich weiß, dass ich ein Single bin. Wir sind denn all die Singles hin? Mir sagt mein siebter Sinn, ist okay, wenn ich ein Single bin. Oh. Bist du überrascht? Ja, weil ich hätte nicht gedacht, dass ich das irgendwie so umsetzen kann. Ja. Also ich hatte mich mal mit dem Regisseur davor getroffen. Ja. Wir haben besprochen, wie soll das Video aussehen. Ja. Er hat gesagt, ja, ich habe gehört, du kannst tanzen. Dann machst du einfach Flickflack, ein paar Pioretten und Breakdance. Ich dachte, ach so. Ja, ich kann, wie gesagt, langsamer Walzer und Rumba. Ja, und dann haben wir uns irgendwie darauf geeinigt, dass er mir sagt, wie das Bild ungefähr aussieht. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, dann könnte ich mich da drehen und da sowas machen. Wir sind ziemlich schnell mit dem Dreh durchgekommen. Für die ersten beiden Videos haben wir am Tag, glaube ich, so 18 Stunden gedreht. Ja. Und bei dem waren es nur so 9 bis 10 Stunden am Tag, also 2 Tage lang. Und das war echt entspannt. Das heißt, ihr habt euch dann auch noch aufeinander eingespielt. Was ist das denn, was ich in der Bravo lesen musste? Thomas D., ja, von den Fantastischen Vier. Ja. Und wie sagt ihr jungen Menschen dazu? Er hat dich gedisst? Ja, das sagt man wohl so. Was heißt das? Woher kommt der Begriff, er hat dich gedisst? Ich glaube, das kommt aus dem Englischen.
Judas Someone irgendwie jemand so fertig machen, veräppeln, hoch. Hat er dich fertig gemacht? Was ist denn passiert? Also, um das jetzt mal aufzuklären, wirklich für alle Bravo-Leser, für alle Leute, die es interessiert. Thomas D. hat, als Flugzeug im Bauch rauskam, gesagt, ich finde, das sieht nicht gut. Okay, hey, ich finde auch ein paar Lieder nicht gut und sag's dann auch. Und ich finde es auch cool, dass er es nicht hinten rum macht und sagt, hey, finde ich toll. Und dann hinter dem Rücken irgendwie so, finde ich scheiße. Sondern er hat einfach gesagt, er findet das Lied nicht gut, er findet das Original besser. Ja. Super. Was die Bravo daraus macht, Krieg zwischen Olli und Thomas und die Erzfeinde aufeinander irgendwie. Bravo. Typisch Bravo. Komisch. Ja? Vielleicht naja, so schlimm ist es nicht, aber es nervt langsam. Also Thomas sagt es in allen Interviews wirklich, dass da ist einfach kein Problem. Ja. Ich habe nichts gegen ihn, er hat nichts gegen mich. Aber er wird häufiger mal missverstanden. Ich weiß nicht mehr, auch immer einen Fall vor einiger Zeit, wo er auch irgendwie missverstanden wurde. Also er hat dich nicht gedisst, so heißt es, gedisst. Na ja, natürlich hat er das gemacht, aber es ist natürlich okay, wenn er sagt, dass er das Lied nicht gut findet. Also, ja. Ich meine, er hat ja nicht gesagt, ich finde jetzt Olli P. charakterlich und persönlich doof, sondern er hat einfach nur gesagt, dass er das Lied nicht gut findet, wie es umgesetzt wurde. Und das ist doch gar kein Problem. Ja. Ja, das ist doch toll, dass ihr jungen Menschen mit sowas... Also um es nochmal zu sagen, wirklich, ey, es gibt da kein Problem und das nervt die Fantastischen Vier und das nervt mich. Also hört einfach also, auf, sowas hey, zu sagen. Macht Peace, wie wir bei Viva genau. sagen. Ja? Und Olli, Gruß zu Hause Richtig an aus. Tati, Gruß an deinen Sohn. Beim nächsten Mal kommen wir wirklich zu dritt, okay? Beim nächsten Mal kommt ihr zu dritt mit dem Kleinen, der ist ja vielleicht auch schon abgestillt. Und macht einen Führerschein. Und macht einen Führerschein, ja? Okay. Olli P., meine Damen und Herren. Schauen wir wieder. Unser Gast ist eine junge, attraktive Kollegin aus dem seriösen Fach, meine Damen und Herren. Sie moderiert auf Vox die Sendung Süddeutsche TV und zwar seit vergangenem September. Sie leitet auch die Redaktion der Sendung und ich freue mich sehr, dass sie heute Abend bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Petra Glinski. Das ist schon die Zeitung von morgen? Nee, das ist die von heute. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, die hast du nicht gescheit gelesen. Nein, ich habe es heute nur überflogen, weil ich die neue Bravo und die neue L heute Morgen gelesen habe. Ist das was Überraschendes? Also ich finde schon. Ja? Ich finde, du solltest dich schämen. Warum? Ja, also du hast uns die ganzen Monate irgendwie verarscht, auf gut Deutsch. Nein, oh, das ist aber was großartig. Wo können wir das sehen? Das sehen wir hier? Ja, hier eine Schlagzeile, das ist ja unglaublich. Von heute, Ludergate, stolpert Schmidt über Stanky. Ja, unglaublich, oder? Schauen Sie hier oben auch über dem, ist das Wichtigste. Das hier ist das Allerwichtigste. Quotenexplosion bei Vox, Kölner Kleinsängler hängt Verfolger ab. Ja, und hier an der Seite haben wir auch noch, das ist alles speziell zu diesem großen Kanal, Kegel Kakadus. Wogende Wege wagen wir, der Postmoralismus im Inn. Ich kann nicht anders, der Apokryphen Sibyllinik von Bouillon bis Boeuf. Und wie kommt die Glinski sonst ins Fernsehen? Ja, das betrifft dich. Das ist aber toll, das habt ihr extra gemacht. Ich meine, das habt ihr extra 700.000 Mal gedruckt, denn das war ja die normale Zeitung. Ja. Entschuldigung, ich stand ein bisschen auf der Leitung. Ja. Ich finde, es ist absolut echt. Ja. Mit Originalzitaten, also das, was du immer so sagst. Ja. Also da würde ich mich freuen, wenn du das mal vorlesen würdest. Ich habe geschlotzt und nicht geschluckt. Genau. Ja. Das ist ja also, das Schöne, gell? Das muss man vielleicht mal aufklären, Petra. Du kommst Harald. Ja aus Baden-Württemberg, aber nicht aus meiner Ecke, sondern aus Baden. Ich bin ein Badener und du bist ein Schwab. Und ich bin Schwab. Und mir Schwabe sagt so, ich Badener, entweder Badenser, das mögt ihr nicht, dann sagen wir Gelbfüßler. Das mögen wir auch. Ja. Aber weißt du warum? Warum? Weißt du nicht? Nein. Ich weiß es echt nicht. Nein, ich weiß wirklich nicht. Also es ist ja so, dieser alte Kampf, Badener und Schwabe, ja. Irgendwie so Gebietsaufteilung. Ja. Und dann waren die Badener ja traurig, dass die Schwabe das ganze Gebiet praktisch Baden-Württemberg bekommen ja. haben. Also die Badener mussten ja was abgeben. Ja. Und die Grenzer liefen immer in gelben Gummistiefel. Na, Gummistiefel gab es damals noch nicht, aber in so gelben Socken rum. Ach, guck mal. Genau. Ja. Und deshalb hieß die Gelbfüßler. Also ein historisch wichtiger Grund und nicht so, wie es von uns gemeint ist, bösartig. Gell? Weil ich ja von der seriösen Süddeutschen Zeitung. Das muss man mal sagen, von der seriösen Süddeutschen Zeitung. Und das ist natürlich das Entscheidende. Die Fernsehsendung.
Die Fernsehsendung ist genauso seriös wie die Zeitung, ja? Genauso seriös, genau. Wie diese Zeitung. Ihr habt am kommenden Montag wieder Sendung. Ja. Ja? Und das faszinierende Thema heißt Berufe, ja, kann man sagen, Berufe, die keiner haben will? Es läuft bei uns Arbeitstitel 4 Scheißjobs. Also, das ist der Arbeitstitel? Das war der Arbeitstitel. Wir haben uns stark überlegt, ob der des Moderators auch irgendwie mit bei sein sollte. War es dann aber nicht. Aber sowas Ähnliches. Zum Beispiel? Was du machst, Alleinunterhalter. Das heißt, auf Betriebsfeiern? Das ist in unserem Fall so ein Roberto Blanco für Arme. Ja, Roberto Blanco für Arme. Ganz, ganz, ganz aber netter. Aber ganz hart. Ja. Der, also bei dem es nicht ganz so voll ist wie bei dir, wenn er spielt. Ja. Aber der ungefähr so genau dasselbe macht. Er stellt sich vor Leute hin und muss irgendwie für deren Stimmung sorgen. Den habt ihr begleitet? Den haben wir zum Beispiel begleitet. Dann hatten wir einen Sektionshelfer. In der Pathologie? In der Pathologie. Wie, der bereitet die Leichen vor oder der muss Also der nimmt entsorgen? Die erstmal, erst noch entsorgt er nicht. Erstmal schneidet er die auf und packt sägt sie auf. Ja. Nur der Pathologe weiß, wie es innen aussieht. Genau. Das ist eigentlich das Urteil. Der Pathologe ist ja eigentlich der wichtigste Job in der Medizin, oder? Sowieso. Der Kliniker sagt nur Symptome, aber der Pathologe sagt, wenn das Hirn zu Hüttenkäse wird. Zum Beispiel. Ja, wirklich wahr, habe ich mal gelesen. Aber der muss sie auch alle wieder einpacken, die Organe. Ja, und die werden dann entsorgt? Nein, der wird aufgeschnitten, dann kommen die alle Organpakete, gibt's da, 5 an der Zahl. Die packt er alle wieder rein, näht sie zu und dann kommt. Ach, die werden wieder in die Leiche eingepackt? Mhm. Warst du da mit dabei? Nee. Nee. Aber du könntest sowas dir zumuten? Ja, glaube ich schon. Ja. Also, ja, ich würde vielleicht mal irgendwie ein bisschen, wir haben immer gute Kameramänner, die dich dann irgendwie tröstend in den Arm nehmen, wenn es mal nicht so läuft. Nein, sie belästigen dich, sie tarnen es als Fürst. Ja, das ist bei Kameramännern, das kann ich sagen, Mädchen, komm, das geht schon. Ja. Das ist wirklich, das ist auch, wenn, nee, wenn ist irgendwo ein Fest ist. Die Kameramänner, die sind immer kleiner und es ist dann, Mädchen, komm, das geht schon. Ja? Ja. Das sind freie Kameramänner von Vox? Nein, von München. Von München? Also die sind in München und die sind freie Kameraleute, die arbeiten für uns. Und du hast es gibt noch eine Süddeutsche TV-Spezialausgabe. Ja? Süddeutsche TV unterwegs. Ja, da hast du wie lange im LKW verbracht? Einen Monat? Muss ich erst noch. Ach, das kommt erst noch? Das kommt erst noch, ja. Schon mal Probe gefahren? Also ich fahre ab und zu mal so ein Pferde-LKW. Ja, du bist eine große Reiterin. Und, ja. Ja, Tierfreund, wolltest eigentlich mal Tierärztin werden. Warum hat es nicht geklappt? Weiß nicht, mein Abi war zu schlecht. Was war das für ein Abischnitt? 2-0. 2-0 war zu schlecht? Ich habe 3-2 gemacht. Ja. Ja. Schau, was aus dir geworden ist. Stimmt. Aber damals in Baden-Württemberg, hast du auch in Baden-Württemberg das Abitur gemacht? Nein, in Bayern, da war es schwer. Da ist ja noch härter, das muss man wirklich sagen. In Bayern und Baden-Württemberg ja ist wirklich ein sehr, sehr schweres Abitur. In Nordrhein-Westfalen, das nimmt ja keiner ernst, wirklich. Petra, danke dir, alles Gute. Ciao.